So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Skin Baron Finale der zweiten Map. Stofftiere gegen Unloco. Es steht aktuell 1:0 für Unloco. Haben eben Inferno deutlich mit einem 16:6 gewonnen. Boah, ich hab ein Gedächtnis, ey. Also auf jeden Fall stark gespielt haben die Jungs da eben und Stofftiere so gesehen wirklich einfach übergast, ja? Zerpflückt haben sie sie und gewinnen auch jetzt hier die Knife Round, dürfen also entscheiden, auf welcher Seite sie starten möchten, CT oder T, und entscheiden sich für die CT-Seite. Natürlich Overpass ist ja immer so ein bisschen CT-lastig, ja? Man hat halt natürlich lange Ranges, auch auf der Pistole jetzt. Und generell ein kleines bisschen CT, dass ich dafür hast du halt aber als Terror extrem schnelle auch Verschiebewege. Natürlich genauso wie die CTs. Und jetzt geht es hier erstmal über kurz Richtung A. Angie mit dem ersten, mit dem zweiten. Da klickt er doch mal durch. MNL setzt noch einen nach. 2:5. Was willst du da schon wieder machen, ey? Und Loco setzt halt wieder. Gehört, fängt genau da an, wo sie aufgehört haben. So rum. Oh, MNL. Komm, gönn dir deinen dritten. Jawohl, Reaction macht ihn. 1:0. Was für starke Headshots schon wieder. Eieiei. So. Puh, erstmal wieder beruhigen, ja? Alle mal runterkommen jetzt. Was ich eben sagen wollte, du hast halt natürlich als CT, was die ganze Map ein bisschen CT-lastiger macht. Du hast halt hier mega schnellen Rotiererweg Richtung B-Side. Aber das wollte ich gerade eben noch sagen. So, und damit gehen wir in die zweite Runde rein. Boost ihm mit einem schönen Diegelbrett. Jinzo rausgenommen. Einmal kurz von der Map gefegt. Tomek. Telcor kommt da noch mit 8 HP weg. Angie zieht sich zurück. Kriegt da auch keinen mehr. Und man möchte das Ganze hier mehr oder weniger Death on Zeit ausspielen. Angie geht close an lang. Natürlich mit der MP9 da eine gute Position eigentlich. Eieiei. Ey, das war knapp. Das war knapp. MNL sicher wie eh und je in der Mitte. Macht er da sein Frag. Gegen Tentigo. Die Bombe baut sich langsam vor B auf. Angie kommt aber schon von hinten bereitgeschoben. Er kann natürlich jetzt auch wieder sehr, sehr viel Information an sein Team weitergeben. Macht 2. Der dritte ist auch nochmal drin. Und damit ist es Nikes alleine. Er sollte aber eigentlich bekannt sein. Ich meine, man weiß, dass man jetzt da hinten CT aufgelassen hat. Jawohl. MNL hat es auf dem Schirm. Spätestens jetzt sollte er gehört werden. Ah, MNL prefährt ihn um die Ecke. 2:0. Und Unloco hört genau da auf, wo sie vorhin auf Overpass gegen Seven Universe aufgehört haben. Einfach drüberfahren, beziehungsweise schön Gesichter geben, MNL mal wieder in einer guten Position, eine gute Position bringen. Ja? Also er macht es ja auch schon selber. Er bringt sich ja selber immer in diese Position, wo er einfach umdrückt. So, kann er jetzt auch wieder hier viel weitergeben. B-Rush. Da steht Sonny bereit. Er kann aber nur einen machen. New macht auch nochmal einen. Also B-Side erstmal freigeräumt. Angie kommt über kurz. Der Bombplatt ist denied. Und da gasen sie einfach durch. Keine Bombe für die Jungs von Stofftiere. Schnell die Information mitgenommen. Und dann, ja, Headshot. Dieser Angie Pockers. Gehen wir in die erste Waffenrunde rein. 5x AK. Bei Stofftiere. Oh, die Flash, die war nicht so geil. Oder war das ein Anti-Flash vom Gegner? Ich glaube aber eher nicht.
Mitte wird halt komplett offen gelassen, mehr oder weniger von Stofftieren. Also man gibt den CTs halt unglaublich viel Raum. Boosty mit einem Mainzer, jawohl, da ist er doch. Angie geht down. Trotzdem Unloco mit der Position, dass sie da einiges an Informationen haben. Komm, sag ich so, Neo ratzt einfach beide um. Reaction jetzt alleine auf dem Spot. Was soll er da machen? Da kann er einfach nichts machen und da geht er auch down. Die Runde, die ist eigentlich durch. Außer MNL rastet halt immer wieder komplett aus. Hat sogar ein Kit, ne? Ich meine, warum nicht? Hat vorhin auch ein 1 gegen 4 mit seiner AWP gerissen. Ne? Oh, geile Mucke, oder? Ist das nicht sogar die Musik von Portal oder so? Naja. Gehen wir wieder in-game. 3 zu 1 Stofftiere mit einer sehr, sehr schönen Waffenrunde. Loco da ein bisschen zu viel versucht. Da gibt es einen Boost. Aber leider ohne Erfolg. Takeo wird alleine in die Mitte geschickt. Kriegt es damit MNL zu tun. Kann sich durchsetzen. Währenddessen Angie da im Connector Tentiego 1 HP ist das bitter und der Pratzer nochmal Rick Snow. Takeo währenddessen oben immer noch alleine in der Mitte. Kriegt Angie da auch. Oh, immer noch auf dem Boost, Sonny. Jawohl. Schönes Timing da bewiesen. 3 gegen 3 Situation. Gucken, was macht man jetzt? Oh, die Smoke. Die Smoke ist richtig bitter. Aber gut, es ist jetzt egal. Keiner kurz. Hab gerade gedacht, da wäre noch einer kurz am Rumschimmeln von Stofftiere. Weil hätte die Smoke eigentlich ausnutzen können. Aber sie stehen noch relativ weit gesplittet hier. Nur noch 30 Sekunden auf die Uhr, 35. Man muss jetzt hier zusammen auf den BSW draufgehen. Man muss sich da jetzt nochmal bündeln. Sonny da alleine oben aus Heaven Support von seinem Mate Reaction. Kann da, ja, mit der MP9, was willst du da machen? Entscheiden sich, speichern zu gehen, AWP durchzubringen. Sich Reaction? Ja, doch. Kevlar sollte er auf jeden Fall mitnehmen. Mit der MP9 kann er im Connector eventuell was reißen. Kannst du nochmal eine M4 mitnehmen? Also alles richtig gemacht. Damit das 3 zu 2. Ne? Also man kommt hier wieder zurück. Man lässt das Ganze nicht so wie vorhin auf Inferno ausarten. Man schlägt ein bisschen schneller zurück. Ich glaube, das tut den Stofftieren auch gut, da nicht sofort in die Bredouille zu beraten. Also, wir gehen in die nächste Runde rein. Nicht wirklich der optimale Kauf. Darf ein Unloco. Ich meine, man muss halt sparen. Man kauft runter auf 2K. Eine gespeicherte AWP, eine gespeicherte M4. Also so ein bisschen was hat man auf jeden Fall noch dabei. Schauen, was man mit der AWP anrichten kann. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass man nicht MNL die AWP gibt, weil der hat halt damit vor hinten so krass gedrückt, dass ich mir halt vorstellen könnte, dass er die einfach spielt. Aber, boah, das ist halt, man schiebt halt nochmal komplett zurück, T-Spawn. Lässt Mitte Telcor wieder alleine spielen. Boost die alleine Connector. Man geht zur Drittrichtung lang. Versucht jetzt hier kurz einzunehmen. Man steht Reactions schon bereit mit Sony. Oh, die Flash, die ist ja 1-1. Reaction kann da nur einen machen. Kommt nicht weg. Jinso, nur noch eine CZ. Aber sie lassen sich hier gut Zeit. Die CTs, wie gesagt, einen unglaublich schnellen Rotiereweg. Aber die sind schon auf dem Weg in den Rückwärtsgang. Angie will die AWP wieder durchspringen. Da kommen sie nicht mehr ran.
MNL geht down. Und Angie wird jetzt auch umgepusht. Hört natürlich die Steps. Ja. Ne? Lass ich mal so stehen. So. 3 zu 3. Man kann wieder kaufen. Ja, hier wieder die... Ja, oder auch nicht. Dann halt nicht, Jinso. Dann werf sie halt nicht. Oh, schlechte Collector-Smoke. Aber... Noch ist keiner da. Oh, MNL kommt gerade so weg. Man spielt die Runde erstmal langsam. Man versucht irgendwo einen Entry zu bekommen. Versucht ein bisschen Impact zu zeigen auf der Map. Wir sehen schon drei Leute Richtung Mitte raus. Zwei Leute lang eingenommen. Die TS haben schon gute Informationen, guten Raum eingenommen. Telcor setzt sich gegen Angie durch. Tentigo gegen MNL erfolgreich. Arsport somit erstmal freigeräumt. Jetzt muss man hier natürlich erstmal gucken. Ne? Macht man jetzt den A-Spot oder verschiebt man zurück auf B? Man steht gerade mit zwei Leuten bei A und Loco. Aber richtig gespielt von Stofftiere, dass sie jetzt hier nochmal kurz warten. Ich meine, Zeit ist da. Man wartet hier noch auf die zwei Spieler von lang. Und dann geht man hier gleich zu zweit drauf. Trotzdem, sie bleiben standhaft. Ja, sie bleiben zu zweit auf den Sport und Jinso macht zwei von lang. Oder von kurz, wo auch immer. Reaction braucht nur noch rumziehen. Und dann haben sie das 2 gegen 2, 2 gegen 1. Beide relativ wenig HP. Nikes 37 und Nuke 53. Sonny im 1-on-2 hat kein Kit, er muss sich also beeilen. Hat noch eine Smoke, aber 10 Sekunden Ninja da einfach durchzuziehen. Glaube ich nicht. Ja, muss jetzt nochmal Zeit checken. Nee, das wird er nicht. Er sollte einfach Dev gehen. Er hat kein Kit. Warum sollte er jetzt noch reingehen? Das schafft er niemals. Nikes nimmt ihn raus. Und damit war es das. Also 3 zu 4. Stofftiere. Die holen auf. Boosty wieder schnell Richtung Connector. Das wieder mit den zwei Spielern zu tun. Und diesmal steht man aber sehr aggressiv hier bei den CTs. Ein Tiego mit einem schönen Boost kann MNL da rausnehmen, der aktuell gar nicht mal so ein gutes Spiel hat. Aber warten wir erstmal ab. Den Tiego mit dem nächsten. Jinso kann sich nicht durchsetzen, wird aus dem Spiel genommen. Ja, und jetzt kommt es halt natürlich auf Sonny an, beziehungsweise auf Reaction, das eventuell B runter geht's. Ja, einen kann man rausnehmen, aber es geht auf jeden Fall Richtung A. Boosty lurkt dann auf dem Connector. Er kommt sogar nochmal zurück. Wäre natürlich jetzt gut, wenn er sich noch eine Waffe speichern könnte. Ja, Boosty passt auf, hat die Tür gehört, sich schnell umgedreht und sich den Frag geholt. Also 3 zu 5 für die Stofftiere. Man kann wieder kaufen und wir sehen auch direkt die AWP bei MNL, die hier jetzt mal über lang geht. Das hatten wir auch noch nicht gesehen heute. Na, geht hier über lang? Ne, er will sich hochboosten. Also bis jetzt haben wir heute noch keinen wirklichen Langtake gesehen von den CTs. Also generell auf zwei Maps Overpass. Noch nicht gesehen.
Guck mal, ich hab mit drei Leuten Richtung B. An der Linie. Engie spielt Side auf A und guckt ein bisschen nach kurz. MNL hat lange unter Kontrolle. Man spielt das relativ langsam aus. MNL wieder erfolgreich. Telcor wird rausgenommen und der Rest von Stofftiere, der steht vor B. Da stehen drei Leute von Unloco bereit. Wenn es hier jetzt draufgehen soll. Niu kriegt den ersten, der zweite darf da jetzt nicht fallen. Reaction wirft die Flash zum falschen Zeitpunkt. Wird rausgenommen. Jinzo alleine, da musste jetzt noch einen rausholen. Nike Star anscheinend komplett blind, kann ihn trotzdem aus dem Leben schießen. 3 gegen 2 Überzahl. MNL hat ein Kit. Wird weggesmoked, hat dann ein kleines Gap. Oh, sie brauchen jetzt ein Entry gegen drei Spieler. Oh, der Molotov, was ist denn mit ihm? Was ist das für ein Molo? Und Boosty macht den halt trotzdem. Ah, MNL versucht die AWP durchzubringen. Gegen drei Leute da jetzt nochmal ranzugehen. Er hat einfach keine Zeit mehr. Das reicht nicht mehr. Er muss die AWP durchbringen. Und damit gehen die Stofftiere in Führung. 6 zu 3. Aber MNL weiterhin an der AWP. Der Rest muss sehr wahrscheinlich sparen. Also sehen wir wieder vielleicht einen Force-Buy, einen kleinen Force-Buy auf 2 runterkaufen. Vielleicht holt sich der ein oder andere nochmal eine Diegel. MNL kauft sich einen Kevlar dazu. Das Problem ist halt jetzt aber, Stofftiere weiß, dass MNL die AWP gespeichert hat. Und dass jetzt eigentlich irgendwas Aggressives kommen muss. Und es juckt die nicht! Und es juckt die einfach nicht. MNL kann trotzdem nur einen rausnehmen. Jinzo schnappt sich die AWP, nimmt den nächsten raus. Alle drei Spieler von Stofftiere komplett low geballert. Da ist der erste. Sonny macht den zweiten. Boosty alleine. Und es ist sehr wahrscheinlich hier wieder mal die Sparrunde. Jinzo mit der AWP drückt ihm ins Gesicht. 6 zu 4. Und Loco sichert sich damit wieder mal diese Eco. Wie auch vorhin schon auf Inferno gezeigt, ja, das läuft bei denen einfach. Die haben da einfach den Riecher hier so. Geht halt einfach geil rein bei denen auch. Ne? So. Wieder dieses Dreier-Setup von Unloco auf den B-Sides. Aber sie stehen da auch echt immer anders. Das ist halt auch geil gemacht. So, mal stehen sie in einer Linie hier. Mal stehen sie jetzt einmal hier. Also sie stehen da halt wirklich immer sehr variabel. Was es natürlich für Stofftiere ein bisschen schwieriger macht, dann da Engel zu prefiren, also zu wissen, wo der Gegner steht. Gucken, okay, da hat er vorhin schon bestanden. Pre ich mal da rein oder whatever. Also man sieht auch da, dass sie sich Gedanken machen, wie sie auf dem Side stehen. Und die T's nehmen langsam Mitte ein, hinten steht AMNL noch mit der AWP. Oh, das ist halt wieder so Timing, ey. Hätte er eine Millisekunde länger geguckt, hätte ihn gehabt, dann hätte er sein Gesicht gesehen. Neo K an B erfolgreich, hat selber nur noch 13 HP. Engie macht den ersten. Kriegt da keinen zweiten, er kommt nochmal weg, aber okay, er wird rausgenommen. MNL jetzt mit der AWP. Macht den ersten, jawohl, da ist er. Der Junge blüht hier wieder auf, da ist der zweite. Lang ist bekannt, verschießt. Dafür Reaction zur Stelle. New K, 8 Sekunden auf der Uhr, keine Chance mehr. Damit seinen 10 AP nochmal was zu reißen. Und Unloco. Ja, die kommen zurück. Die kommen wieder zurück. Die lassen sich hier von den Stofftieren nicht unterdrücken. Und holen sich die nächste Runde. Stofftiere kann jetzt wieder kaufen. Beziehungsweise haben noch Geld auf der Kante gehabt. Und es reicht sogar nochmal für die AWP für Boosty.
was ein ekelhafter Move da von Sonny. Und MNL halt schon wieder erfolgreich. Den Tigo über kurz. Und Reaction fällt auch. B-Side eingenommen. MNL wieder mal zur Stelle. Der Junge ist überall. Nee, macht er nicht. Wollte gerade sagen, also wenn da jetzt durchschießt, mein Kollege. Oh, man versucht jetzt hier kurz abzusmoken. Man flasht einmal rum. Geil. Ja. Ja. Ups. Ja, Newcar mit dem ersten MNL. Oh, MNL hat einen Kit dabei. Wenn er jetzt einfach durchzieht. Nee. Genau, Fido. Das ist das Finale. Zweite Map besteht gerade 1-0 für Unloco nach Maps. Insgesamt ein Best of 3. Unloco kauft nochmal rein. MNL wieder an der AWP. Man wollte hier versuchen, Mitte aufzugehen. Wie funktioniert's? Hat den Boost nicht hinbekommen. Beziehungsweise ein bisschen Movement gekrüppelt, wie man so schön sagt. Oh, Sonic kriegt den Boost von Jinso. Erfolgreich, Nikes. Geht down. Oh, das ist aber auch... Tentigo darf da halt nicht einfach so rumziehen. Das ist halt... Überzahl. 4 gegen 3. Sonny wird wieder hochgeboostet. Kann da halt Informationen durchgeben. Aber er sieht die Bombe nicht. Er sieht immerhin die Bombe da nicht. Ah, Newcar muss hacken. Da war er auf dem Model drauf. Muss cheaten. Was macht man jetzt bei Stofftiere? 35 Sekunden, man steht noch relativ gesplittet. Oh, man muss jetzt hier nochmal komplett über die Mitte gehen, ja? Man muss hier nochmal contacten. Da steht MNL halt wieder bereit. Ich glaube, da hat er einen gesehen. Spätestens jetzt kann er die Information rausgeben, dass eine Smoke-Bank kommt. 15 Sekunden, die Jungs müssen jetzt, sie können nur noch A gehen. MNL, zeig, was du kannst, da ist der Erste. Da ist der Zweite, dann wird er rausgenommen. Aber sein Job ist getan. NewK kann nicht mehr legen. Die Runde geht an Unloco und er stirbt nach der Zeit. Oder? Ja, er stirbt nach der Zeit. Er kriegt kein Geld. Das heißt, NewK kann nicht kaufen. Hat 2400, während seine Mates 5000 haben. Also, kein Geld für NewK. Hoppala, das war falsch, das war auch falsch. Ich wollte eigentlich den hier benutzen. Das ist so schlimm, ich habe zu Hause leider kein Numpad, ne, weil ich habe halt so eine kleine LAN-Tastatur. Und hier im Studio haben wir halt so eine riesen Tastatur, wo ich halt ein Numpad benutzen kann. Und es ist noch recht neu für mich, MNL! Macht da seinen dritten! Was ist los wieder? Alter! Jo, ciao. Da kommt die Nate hinterher. 7-7, Ausgleich. Ja, da habe ich gehofft, dass die Runde ein bisschen ruhiger wird. Kann euch ein bisschen was aus meiner Lebensgeschichte erzählen. Und dann macht halt MNL schon wieder so ein... Ja, wieder sein normales Spiel, ne? Bleiben wir mal auf dem Jungen drauf. Komm, der ist doch jetzt so confident, dass der jetzt einfach mal lang picken geht. Komm, mach einfach mal jetzt. Nee? Okay. So, es geht Richtung B. Jinso steht bereits. Alles Richtung kurz. Headshot. Jawohl, Sonny steht bereit. Telcor. Ja, ist am Baiten. Hat keine Lust mitzukommen. 8-7.
Unloco geht in Führung. Ein recht, ja, was heißt recht ausgeglichen, halt komplett ausgeglichenes Ergebnis. Also bei beiden auf jeden Fall alles drin. Alles. Alles einfach noch drin. So, mal gucken. Bricht Stofftiere jetzt sie wieder zusammen oder können sie sich weiterhin beweisen? Oh, kurzer Mittelpeak da von Boosty. Kann die Information mitnehmen. Gucken, was man jetzt bei Unloco spielt. Ob man einmal komplett einen Rundlauf spielt. Und das sieht danach aus. Rundlauf, also einmal komplett überlangen. Den CTS Informationen geben, dann einfach B runter und drauf auf den Spot. Einmal around the world. Und da steht Nikes bereit. Dann drückt einfach mal kurz zwei Dinger. Jawohl, jawohl. Da geht doch richtig rein. Und MNL hat auch keinen Bock mehr. Dicke Gesichter. 8 zu 8. Man gleicht das Ganze wieder aus. Stofftiere mit einer dicken Piste Round. Unloco muss forcen. Eine Scout bei Reaction. Mal gucken, vielleicht sind es ja wieder die Deagle-Schellen jetzt. Den habe ich aber schon drin gesehen da gerade. Boosty auch erfolgreich. Aggressiv, Mitte hoch. Jawohl, MNL geht auch down. 9 zu 8. Damit müssen sie erstmal komplett sparen. Also da kann man gar nichts kaufen. 5-mal Glock. Nicht mal eine PZ50. Da reicht es für nichts. Ja, gucken, was wir damit spielen. Oh, die Nades sah's gut. Jin so 20 KP. Jetzt sollte man einfach zusammen irgendwo drauf rennen. Runde abhaken. Jawohl. Angie mit der Bombe am B. Geht down. Damit kann man die Stofftiere nicht locken. Und es ist das 10 zu 8 für die Stofftiere. Und ich bin echt gespannt, wie sie das spielen, ob sie das halt im Standard spielen. Weil viele Teams mögen es auf Overpass halt einfach mal schnell einen 30 Pick zu setzen. Was macht Jinzo da? Der läuft da einfach rein. Free Frag. Den hätte sogar ich gemacht. Oh, MNL. Jawohl, da ist der erste. Kurz geht durch. Und MNL schnappt sich den zweiten B-Spot freigeräumt. 4 gegen 3 Situation. Ein Kit auf der CT-Seite. Zwei Smokes, ein Molotov. Man muss noch verschieben. Ah, die Smoke wiegt gar nicht. Ciao. Mach's gut, Boosty. Ja, damit kann man jetzt eigentlich wieder safen gehen. Bei 2 gegen 4, Sonio. Hier hab ich. Okay. Sonio? Hab ich ihn vorhin auch schon Sonio ausgesprochen? Ups. Habe ich ihn nicht vorhin Sonio ausgesprochen? Ist doch richtig, oder? Ich bin gerade verwirrt. So, wir gehen in die nächste Runde, Jungs und Mädels. AWP bei Boosty. Ich glaube, Unloco will dasselbe spielen.
Mal schauen. Diesmal Jinzo macht da nicht so einen offensiven Peak. Hält den Engel einfach nur und wartet auf seine Mates. Jawohl, Boost in der Mitte durch die Wand. Jawohl. Sonio geht down. Und Unloco sammelt sich Richtung Mitte Connector. Man schickt Jinzo hier vor. Und AG kann in der Mitte einen machen. Tendigo push B durch. Kann die Information geben, dass keiner mehr B ist. Kurz komplett frei, lang komplett frei. A-Spot aber währenddessen schon aufgeräumt von Unloco. Oh, Angie, das ist gefährlich, was du da machst. Man muss jetzt hier irgendeinen Input setzen. War schon richtig gespielt. Oh, der Molo ist böse. 2 gegen 4 Retake. Das ist so unglaublich ekelhafte Situation. MNL, schon wieder. Geht jetzt down, komplett blind. Und es ist nur noch Reaction. 1 gegen 3, 1 gegen 2, 1 gegen 1. Das macht er nicht. Intigo drückt ihn um. 11 zu 9. Super, super knappe Runde. Es wäre fast nochmal in die Hose gegangen. Also. Und Loco wieder mit einer Sparrunde. Viermal CZ. Einmal P250. Boosty mit einem Collateral, mit einem Double Kill, der Connector, der dritte, der vierte, da ist er auch noch, jawohl. Trotzdem 3 gegen 1. Sonio an der AWP. Und da moven sie sich aber gerade aus. Eieiei, was ist mit diesem Timing denn los? Alter, das ist halt so unlucky. Ah, es ist unlucky. 12 zu 9. Und Loco kann wieder kaufen. Und ich würde mir jetzt wirklich so einen richtig stumpfen Argo wünschen. Einfach mal wirklich mit der Brechstange wieder. Denn gerade ist so der Wurm drin in den Standards. Also sie versuchen halt wirklich wieder aufzubauen. 2, 3 Leute vor B, 2 Leute Mitte, ja. Das hat auch gar nicht gut funktioniert. Aber Stofftiere lassen ihnen da gerade keine Möglichkeit. So, jetzt geht's erstmal wieder kurz auf Connector. Doppelblitz, jawohl, das geht auf. Von beiden Seiten. Mit der Brechstange und Loco. Man weiß, die Stofftiere nehmen gerne B ein. B kurz. Sonio klärt. Drei gegen zwei. MNL, der hat da wieder einen Laufweg. Wie ein Bär, echt. Kommt da von hinten. Boosty, one on two, dickes AWP-Brett. Aber Sonio macht ihn. Eieiei, was ist das hier für ein Match? Was ist das hier für ein Match? 10 zu 12. Stofftiere, haben die noch genügend Geld? Nein, ja, haben sie. Was kauft man? Eine CZ bei New. Farmers bei Nikes. Der Rest M4, wenig Granaten. Und wieder Standardaufbau bei Unloco. 2 VB, 3 Mitte. Bisschen abgewandelt, vorhin waren sie zu dritt. Und Stofftiere spielt das Ganze hier auch deutlich defensiver. Jetzt kein Mitte, kein B, kurz Push. Wird auch von Unloco nicht erwartet. Dafür kommt Boosty offensiv in die Mitte. Wird direkt gerefragt. Nicht unbedingt die beste Situation jetzt. UK da erstmal komplett alleine auf dem A-Spot. Nike schiebt langsam hoch. Ja, dritte Map wird D Cobblestone, falls wir eine sehen sollten. Eine Minute auf der Uhr, 4 gegen 4. Das Problem ist, Stofftiere hat wenig Zeug zum Werfen. Eine Smoke, 4 Flashes.
Was? Nee, glaube ich nicht. Alter. Okay. Eieiei, was ein Ding. Was ein Ding. Ja, damit kannst du auch direkt save gehen, wenn du so ein Brett kriegst. Dicke Entry-Schelle da. Von Jinzo. Oder war es Angie? Ich weiß es gerade nicht mehr. Mein Kurzzeitgedächtnis ist zu kurz. Ja, immerhin kann Stofftiere noch die Waffen durchbringen. Immerhin. 12 zu 11. Gucken, ob sie nachkaufen. Ich meine, sie haben zwei Waffen gespeichert, so. Es wäre natürlich jetzt gut, die Führung auszubauen. Einfach nochmal entgegenzusetzen, aber sollten sie die Runde halt verlieren, sind sie halt mega am Arsch. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Sie entscheiden sich dagegen, sie kaufen nicht rein. Sie forcen nur ein bisschen auch. Und Loco, Alter, was gibt der gerade für Gesichter? Was ist da los? Angie, bitte. Get down. MNL hinten an der AWP. Oben kommt Connector schon runter. Sony ist da. Und Tentigo verbrennt. Elendig wie ein Chicken im Feuer. Nikes und Nuke. 2 gegen 3. Nikes. Eine Flash. Kein Kevlar. Kein Kit, sorry. Er ist noch unbekannt. Jetzt wurde er gesehen und er kann rausgenommen werden, ohne Schaden zu machen. Nikes auch bekannt. MNL. Bisschen zu unvorsichtig, aber. Ja, was soll Nikes da jetzt machen? Ich meine, er hat kein Kit, er ist bekannt, so. Ah, da kann er halt eigentlich schon wieder nur safen gehen, so. Das ist echt bitter. Das ist richtig, richtig bitter. Und damit gleicht Unloco das ganze Ding hier wieder aus. 12 zu 12, meine Freunde. 12 zu 12. Und das, was das Ding ist, was Angie da gerade für Gesichter drückt, das ist das GG. Das ist einfach. Ich finde dafür keine Worte. Das ist einfach GG. Ja? Wenn der jetzt nochmal so ein Ding drückt, in so einer wichtigen Runde jetzt, ja? Schlüsselrunde, beide. Waffenrunde, 12 zu 12. Extrem wichtige Runde. Wer macht wen Money Broke? Wenn Angie jetzt wieder so ein Ding raushaut, dann, ich weiß auch nicht, dann mache ich irgendwas Verbotenes oder so. Und man geht jetzt hier mit drei Leuten den Connector hoch. Natürlich mit Angie im Vormarsch, ja, wie auch sonst. Ja, aber diesmal MNL und Angie verschießt. Angie verschießt. Und UK kommt nochmal gerade so weg, wird aber jetzt umgepusht von zwei, drei Leuten, jawohl. Boosty hinten in der Mitte erfolgreich mit seiner USP. Bombe kann gelegt werden. 3 gegen 3, Ausgleichssituation. Zwei Leute von der CT-Seite haben ein Kit. Zwei Modus noch parat, eine Flash, eine Smoke. Und Boosty kann jetzt durchgeben, dass kurz frei ist. Jawohl, da ist der erste, sieht den zweiten Spieler, Reaction, macht ihn. Boosty verschießt. Bombe tickt immer schneller. Sonny hat eine super Position und macht sie beide. 13 zu 12, Stofftiere sollte Money Broke sein. Die müssen wieder sparen. Die müssen wieder sparen. Und Loco kann jetzt hier davonziehen.
einfach jetzt noch eine Runde holen und dann sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Stofftiere muss da jetzt ran, wenn sie die Runde verlieren. 14-12. Dann wieder Schlüsselrunde in der Waffenrunde und dann kann das Ganze schon entschieden sein. Also, wichtige Runde, beziehungsweise für beide eigentlich wieder. Aber nicht so gefährlich für Unloco. Jawohl, Nikes. Eine Flash. Sonny setzt nach. NG und Sony macht, Alter, was wird dir denn gerade gegeben für Gesichter? Was ist das? Was ist da los? Da wird nicht Mitte geguckt und dann zieht er nochmal rum und Headshot. Was ist hier los? Echt, das ist ein nices Game. Ja. So. Puh. Waffenrunde. Wieder eine Schlüsselrunde. Kurzmolo kommt. Opener, MNL eröffnet die Runde. Tentigo geht down. Man hat es versucht. Aggressiv. Hat nicht funktioniert. Nee. New K macht den Refrag. Währenddessen stehen drei Leute vor B. Und New K noch einen in der Mitte. Kann jetzt sehr, sehr viel Informationen auch hier wieder durchgeben, dass die Mitte komplett frei ist. Oh, Angie. Kommt da über den Connector hochgeschoben. 3 gegen 3, Ausgleichssituation. ...55 Sekunden noch auf der Uhr. Oh, und das ist halt richtig krass. Das könnte so eine Fehlinformation sein, wenn Nike seinem Team jetzt weitergibt. B wurde ausgeschlossen. MLL ist schon durch. Und Jinzo hat das auf dem Schirm. Das ist so krass gespielt. Und MNL hat halt schon die B-Side komplett eingenommen und macht Boosty weg. Jawohl, ist das nicht zu fassen. Was ist da los? Und der zweite. MNL mit einer so wichtigen Runde. Mindgame hoch 10 da ausgespielt. Haben sich quasi beide im Laufen. 15-12. Die Stofftiere, wenig Geld, müssen kaufen, was geht. 4-mal Rifle, 1-mal CZ, sehr wenig Granaten. Wieder der Kurzmolo von Jinzo und ich bin wieder hängen geblieben. Also nicht im Leben, sondern im Game. Ah, da gibt's einen Boost diesmal, kann sich Nikes aber durchsetzen. Und jetzt bloß nichts überstürzen bei Unloco. Eine Runde. Eine Runde fehlt ihnen noch. Und man lässt... Oder ist das ein Boost? Ne, das ist ein Boost. Ich wollte gerade sagen, man lässt hier Boost hier alleine auf dem Arsch spielen, aber... Ist ein Boost. Oh, jawohl, Boost. Der war wichtig, der war wichtig. Der war unglaublich wichtig, dass er den noch macht. 19 HP, 18 HP bei Reaction. Ja, und Unloco. Wissen gerade nicht, was zu machen. Haben B kurz versucht, was an Picks zu setzen. Hat nicht funktioniert. Jetzt nochmal versucht, auf dem A was zu machen. Hat nicht funktioniert. Und jetzt müssen sie halt eine Zeit anspielen. Da steht Newick bereit, der ist komplett blind, der kann keinen machen! Sonny und Reaction setzen nach, MNL mit der AWP verschießt! Was ist das denn? Das habe ich heute noch gar nicht gesehen. Komplett blind, verschießt noch einen. Reaction kann nochmal einen rausnehmen, was ist denn mit ihm los? 10 Sekunden auf der Uhr. Oh Gott, was ist das denn? 20 HP und er kriegt ihn nicht. Das war unglaublich knapp. Kriegt ihn da nicht down geschossen. Und dann kommt die Pause von Unloco rein. Oh. Oh. Was eine Runde, echt.
Aber nichtsdestotrotz, Unloco kann noch mal kaufen. Ja, die haben nicht so das große Geldproblem jetzt. Die können noch mal ein, zwei Runden durchkaufen. Ja, sollte es hier wirklich so einem 15-14 werden, haben sie noch ein bisschen Geld übrig. Nicht so wie die Stofftiere. Ja, ich meine, die haben sowieso keine Gelegenheit mehr auf Waffen sparen oder etc. pp. Ja, letzte Runde. Sollten sie eine Runde verlieren, sind sie raus und Unloco gewinnt. Wir sehen auch, da ist nicht viel Geld vorhanden. Aber das ist ja erstmal egal. Ja? Bei einem 15-13. So, Pause ist weg. Und es kann wieder losgehen. Stofftiere online. Mit ihrem vielleicht letzten Versuch, hier nochmal reinzukommen. Und die Pause ist doch wieder drin. Okay. Bin jetzt davon ausgegangen, wurde im Chat nochmal reingepaust. Also man möchte sich nochmal kurz besprechen. Was machen wir jetzt? Ja? Vielleicht etwas ausgefallenes Spiel, wie wir vorhin auf Inferno ja schon gesehen haben. Mal, also da haben sie einen Boiler Boost gespielt und MNL einfach mit einem Bunny Hop in sein Gesicht rein und alles mögliche. Vielleicht hat man ja sowas auch auf Overpass zur Hand. So, wir gehen rein. Die vielleicht letzte Runde. Und es ist einfach ein stumpfer B-Rush. Das ist einfach so gut. Einfach in so einer Runde B-Rennen jetzt. Die sind doch geistlich komplett down mit den Nerven. Ja, und es funktioniert auch noch. 4 gegen 2. New K kommt über kurz. Der Step wurde gehört. Der muss gehört worden sein. Boosty wird nochmal weggemollot. Bombe liegt. New K mit einem Mono und dem Kit. Ja, was machst du da jetzt als CT? Gegen 4 Leute. Du hast keine Informationen und der Server ist weg. Wow. 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 Ja, meine Freunde. Ich würde sagen, GGWP. Ja. Also, Unloco gewinnt damit 5-mal Tastaturen von KM Gaming und die Stofftiere dürfen sich über 5-mal Mäuse von KM Gaming freuen und Mauspads. Ja. Also, schön gespielt auf jeden Fall. Auch die Stofftiere, die haben es auf jeden Fall nochmal gezeigt, was sie drauf haben. Auf Inferno leicht geschwächelt, muss man sagen. Aber Unloco einfach stark. MNL hat heute die 3 Spiele, die wir von ihm gesehen haben, einfach dominiert. Und Angie jetzt nochmal zum Schluss nochmal ordentlich einen draufgesetzt. Das hat wirklich gut funktioniert. Und damit würde ich sagen, sind wir heute auch durch. Ja, Unloco gewinnt. Das ist Fakt. Und ja, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Außer morgen Abend, ja, gibt es noch ab 18 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Freddy ist auf jeden Fall im Chat, das weiß ich. Gibt es bei uns nämlich noch einen Cast der 99 Damage Liga, wenn ich mich nicht irre. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und am 20. bis 22. April sind wir höchstwahrscheinlich auf der 4D-Line in Stuttgart vor Ort und casten für euch das Turnier. Preisgeld 1500 Euro. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, entweder vorbeizukommen oder einzuschalten. Eins von beiden. Und damit möchte ich noch einmal ein abschließendes Wort an Nerdstar sagen. Danke, dass wir euch, dass wir dieses Studio hier nutzen durften. Das ist ultra geil. Und auch danke an die Regie. Ja, super Job. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich damit. Ciao.